Idee kam, als wir mit Mirella Weingarten diesen Raum ausgesucht haben, um gemeinsam ein Stück zu entwickeln. Und die große Chance, die wir in diesem wunderbaren Raum hier hatten, ist, dass es um einen sehr hohen Raum geht. Deswegen kam die Idee, dass wir eine Wendeltreppe aufbauen, sodass der Schlagzeuger sich bewegen kann von unten bis oben und dadurch Klänge erzeugen. Das Interessante in der Geschichte des Raumes ist, das war damals ein Lagerraum und ich wollte eine Sammlung von Sachen, quasi eine Bibliothek von gefundenen Objekten hier aufbauen. Deswegen gibt es diese Treppe und auf der ganzen Höhe gibt es Regale, hängende Sachen, die einfach so eine Zusammenfassung von Dingen, die man in der Region gefunden hat. Ganz am Anfang dieses Stückes gibt es so eine alte Aufnahme von einem Stück von mir, die gespielt wird durch einige Radiogeräte. Und das war ein Element von Erinnerung und Geschichte, die ich im Stück noch haben wollte. Und von diesen Elementen her entwickelt sich die Musik in eine ganz konkrete Form durch relativ klare Brüche in einem Stück, wo man am Anfang, wo es einen Übergang gibt zwischen ganz leichte und ruhige Klänge in eine relative Aggressivität. Zum Beispiel am Ende des Stückes, wenn ganz schwere Ketten von ganz oben nach unten geschmissen werden. Der Klang, was man sich, das man erwartet, wenn man ein Objekt sieht, ist nicht wirklich denn, was man hören wird in dem Stück. Und das hat mich natürlich interessiert. Und viele Klänge werden von kleinen Gästen erzeugt, die man einfach nicht sieht. Oder es gibt auch gewisse Tricks, wo ich auf zum Beispiel auf 20. Stufe von der Treppe bin und produziere einen Klang, der auf die 2. Stufe von der Treppe klingen wird. Zum Beispiel, wenn ich Kichererbsen in einem Eimer runterschmeiße von oben, ganz oben, durch ein Rohr. Normalerweise habe ich immer eine musikalische Idee, ein Klangbild, was ich produzieren möchte, und die Mittel, die ich brauchen werde, werden nur dafür gebraucht, um dieses besonderen Klang erzeugen zu können. In dem Fall von Panoptikum ist das ein bisschen anders, weil die Struktur stand bevor die Musik. Das war ein ganz neuer Prozess. Das Tolle ist in dem Fall, es ist ein Stück, was Struktur ohne die Musik wäre eigentlich nicht genug und umgekehrt. Also nur die Musik ohne die Struktur zu sehen, wäre es auch ein bisschen schade. Und es ist auch nicht nur ein musikalisches Stück dadurch, dass es auch eine richtige Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leiterin Mirella Weingarten. Im Prinzip, das Stück selbst ist ein Bühnenbild. Ich würde es eigentlich so beschreiben. Das ist ein Bühnenbild, was auch klingt so. Und die Komposition könnte auch als Work in Progress bezeichnet werden. Das heißt, wenn man das Stück irgendwo anders präsentiert, würde sich die Komposition noch weiterentwickeln.